Ihr Einsatzpersonal ist noch nicht optimal ausgerüstet und trainiert. Schicken Sie Ihre Sanitäter auf Fortbildung. Danach können Sie leicht und mittelschwer verletzte Personen im Einsatzgebiet stabilisieren. Und besorgen Sie verbesserte Schutzkleidung für den Ingenieur, damit der in der Nähe von Bränden besser zurechtkommt. Und damit willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Emergency 4. Den schalten wir mal weg. Sag mir bitte nicht, dass die Bank brennt. Doch, es brennt natürlich die Bank. Okay, willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Emergency 4. Als nächstes schicken wir die Sunnies auf Fortbildung und für den Ingenieur holen wir verbesserte Schutzkleidung. Kleiner Fun Fact an dieser Stelle. Ich habe noch nie die Fähigkeit der Sanitäter wirklich benutzt. Tatsächlich nicht. Und genauso wenig habe ich den Ingenieur jemals Defekt in der Nähe von Brennen eingesetzt. Reparieren Sie die Bahnschranke schnell, bevor es zu Unfällen kommt. So schaut es da bei mir aus. Ob ich die dann in den nächsten Missionen einsetzen werde, mal die Fähigkeiten, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Will ich auch jetzt noch nicht sagen. Ach du Kacke, der halbe Wald brennt hier schon. Aussteigen bestätigt. Fahrzeug 1 wird. Ende. Wird gemacht. Nee, ihr nehmt die Schläuche. Wird gemacht. Ihr nehmt auch Schläuche. Wobei warten ist eigentlich gar keine so blöde Idee. Hier drei Schläuche. Verhindern mal die Brandausbreitung dahin. Reimt auch zum Glück nichts. Jetzt reparieren wir kurz die Bahnschranke. Ja, aber es sind halt Fähigkeiten, muss ich halt auch dazu sagen. Ist halt bestimmt nett, die zu haben. Können richtig eingesetzt bestimmt auch helfen und entstressen. Ich persönlich setze jetzt aber nicht so häufig ein auch. Wollen wir mal schauen, wie gesagt. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um die Brände, dass die schöne Bank hier nicht abfackelt. Ampelausfall durch technischen Defekt. Ja, da ist ja in der Nähe der Techniker. Reparieren Sie die Ampel schnell, bevor es zu Unfällen kommt. Okay. Alles klar. Sehr schön. Ach so, da kommt Qualm aus der Bank. Da muss jetzt doch mal einer mit Feuerlöcher da rein und da drinnen löschen. Tollwutalarm. Schalten Sie das infizierte Tier aus. Verhindern Sie eine Ausbreitung der Tollwut. Ja, Tollwutalarm. Direkt und behandeln in der Nähe Sie vom Feuerwehreinsatz. Das gefällt mir jetzt gerade mal so überhaupt nicht. Das schmeckt gerade mal überhaupt nicht. Da muss jetzt der Sniper schnell sein. Komm, da ist eh rot gerade für dich. Oh, die Zivilisten müssen aus dem Weg, wenn ich jetzt schieße. Oh, die erste, die Fortbildung für die Sanitäter, sehr schön. Brandausbruch durch unsachgemäßes Zünden eines Feuerwerkskörpers. Löschen Sie die Brände. Jo, das haben wir dann auch schon schnell gelöscht. Höre, bestätige. Alles klar. Ende. Kein Problem. Ja, sofort. Wird gemacht. Höre. Das kann ja alles mit. Ende, bestätige. Sofort. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Oh, wir haben mal gesehen, Sie das wie jemand Opfer und transportieren ist. Ja, Sie ich muss ab. Jetzt mal ganz kurz gucken, dass ich die Einheiten hier wegbekomme. Fahrzeug 2, Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Nahrungsmittelvergiftung. Da nehmen wir dann natürlich den einfachen RTW. Da schicke ich jetzt keinen fetten Helikopter hin. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Wenn es jetzt irgendwo am Stadtrand wäre und irgendwas Schlimmes, dann würde ich einen Heli hinschicken, aber so nicht. Technischer Defekt an Bahnschranke. Reparieren die Sie die Bahnschranke schnell,
bevor es zu Unfällen kommt. Ich glaube, ich muss mir mal den Betreiber der Bahn daher holen. Was der für eine Scheiße da baut. Dass das gefährlich werden kann, wenn die ganze Zeit so eine Bahnschranke defekt ist. Ich glaube, wir müssen den mal vorladen. So ein SWAT-Team, was die Bude stürmt, sollte reichen. Medizinischer Notfall. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Behandeln und abtransportieren. Ich dachte, am Bau kriegt man keinen Herzinfarkt. Das arbeitet man weg. Das Gebrechen. Aber gut, helfen wir natürlich auch. Wenn da es wurde ein Brandausbruch gemeldet. Ursache unbekannt. Löschen Sie die Brände. Die ganzen Randgebiete immer mit Bränden, das ist nie geil. Das ist echt nie geil. Ich nehme direkt den großen Löschtrupp. Oder ich schicke einen großen Löschtrupp hin, so rum. Das ist nie geil, so. Scheiße, wo liegt die Person? Auch da beim Baukran. Brennt schon lichterloh. Normalerweise würde ich das so machen, ich schicke einmal das Löschflugzeug drüber und Fall erledigt. Kann ich aber nicht, da ich das nicht besitze hier gerade. Zumindest noch nicht. Ey, was ein Kack. Fahrzeug 8 Oh nein, du verhinderst jetzt erstmal, dass sich das weiter ausbreitet. Du arbeitest hier. Wir teilen die so in Dreiergruppen ein. Wobei jetzt gerade geht's eigentlich. Ja, ich weiß, die Feuerlöscher sind ein bisschen nervig. Keine Ahnung, woher das kommt. Ich hab's schon immer wieder runtergedreht, hier und da mal. Schalten Sie das infizierte Tier aus. Vor allem aus. Ist dann auch die Verhindern Stimme Sie von dem Sprecher eine Ausbreitung so leise. Der und behandeln Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Okay, die Brände sind gelöscht, ohne dass die halbe Nachbarschaft abfackelt. Das ist sehr schön. Da erinnere ich mich an eine gewisse Folge, wo uns die halbe Nachbarschaft deswegen fast abgefackelt wäre. Aber gut. Brandausbruch durch unsachgemäßes Zünden eines Feuerwerkskörpers. Löschen Sie die Brände. Alles Wir klar. haben hier einen Notfall. Sie übernehmen den Einsatz. Schauen Sie auf die Dann Landkarte und klicken Sie dort auf das markierte Einsatzgebiet, um den Einsatz zu starten. Wir schicken nur noch zweimal Feuerwehr dahin, damit uns das Ding hier nicht komplett abfackelt. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Alles erreicht. Explosion in Feuerwerksfabrik lautet die nächste Mission. Wir machen hier trotzdem erstmal einen kleinen Cut. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder zu Explosion in Feuerwerksfabrik. Ciao.